Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal wieder eine 3 Markers Challenge, aber diesmal machen wir es ganz cool. Und zwar haben wir hier ein weißes T-Shirt von mir und ein weißes T-Shirt von der Ilka. Und ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Wir ziehen jetzt hier 3 Farben jeder und dann gestalten wir das T-Shirt so schön wie möglich. Aber genau, die kannst du eh nicht. Aber diesmal, für alle, die die Schuh-Challenge gesehen haben, wir haben ja dasselbe gemacht, haben wir es ohne Zeit gemacht. Diesmal machen wir es auf Zeit. Ja. Wie lang? 3 Minuten. Okay, 3 Minuten. Innerhalb von 3 Minuten müssen wir unser T-Shirt so schön wie möglich gestalten. Aber ich würde mal sagen, 3 Minuten ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Machen wir 5? 4. Okay. Wir treffen uns in der Mitte. Hier haben wir 10 Farbstifte. Wer noch nicht unsere Schuhe-Challenge bzw. unsere 3 Markers-Challenge mit Schuhen gesehen hat, hier unten in der Infobox verlinken wir sie euch. Genau. Und dann seht ihr mal, was für ein Schmarrn die ich kriege. Nein. Voll viel Dankeschön, dass meine auch schön ist, okay? Die Blume, die ist auch Pusteblume, ja? Also. Ich ziehe gleich mal als erstes die Schwarz. Dann hat sich das ganze Thema hier erledigt. Dreh diesmal deinen Kopf weg, nicht auf. Ich habe schon meinen Kopf letztes Mal auch weggedreht. Okay. Ich spüre die Schwarz. Ja, alles klar. Boah, was ist denn das? Weg, 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 weg. Ja, ja, die harmonieren. Können wir die Lieder? Du hast die schönsten Farben genommen. Gelb und Orange. Super! Du hast das Glück, dass nur die Schwarz hin darf. Dreh dich weg! Was will ich mit der Schwarz auf dem T-Shirt? Zieh. Wenn ich diesmal wieder die Lila ziehe, dann dreh ich durch. Boah, da warst du schon mal ganz gut unterwegs, ha? Ja, okay. Wenn Schwarz mit dabei ist, kann man eigentlich immer gut arbeiten. Auch okay, nicht schlecht. Aber naja. Welche Farben harmonieren jetzt schöner? Gelb, Grün, Orange oder Braun, Grün, Gelb, Grün? Ja, Dunkelgrün. Und Schwarz? Ich würde sagen, meine. Ich würde tauschen. Nein, okay. Nein. Okay, also, dann stopp mal die Zeit. 1, 2, ready, go! Go! Hey, stell mir eine Trennwand auf, du darfst nicht spicken. Was soll ich bei dir spicken hier? Ja, ja. Ich bin Designer vom Nebenjob. Hey, Nachmacher! Du bist ein Nachmacher, ich habe niemals zu dir rüber geschaut. Was willst denn du? Oh, ich bin ein bisschen verrutscht. Oh, ich bin echt ein bisschen verrutscht. Nein! Nein! Scheiße, bei mir passt auch nicht rein. Ich habe außerdem eine ganz andere Idee, also red nicht. Nein, Mann! Das kostet mich wertvolle Zeit hier. Alter! Hey, wir haben nur noch 2 Minuten. Scheiße. Machen wir 5. Ja, das ist echt zu kurz. Toll, und jetzt? Darf ich mir ein paar Ideen von dir holen? Nein! Ich weiß nicht, was ich malen soll! Ich hab ne Grün, da müssen gleich wieder ein paar Blumen her. Was? Ups, ich hab mir was vergessen. Krieg ich die Geld? Nein, geh weg jetzt und spick nicht! Du spickst schon die ganze Zeit, gell? Weißt du das? Ich habe gar keine Ideen. Was könnte man auf ein T-Shirt malen? Ich bin voll unter Zeitdruck. Wenn ich nicht unter Zeitdruck wäre, würde ich es voll geil malen. Glaubst du das? Alter, mein weißes T-Shirt ist echt cool geworden. Ich glaube, ich muss es heute gleich anziehen. Toll, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was machst du so? Vor allem mit den Farben kann man gar nichts anfangen.
Ja, okay, mehr Zeit habe ich nicht gehabt. Ende im Gelände. Mann, jetzt wollte ich gerade die Hand der Fatima zeichnen. Das hast du von mir abgeschaut. Was? Ja, weil ich ein Peace-Sign hinten auf dem Rücken habe. Gib's zu. Gib's zu. So unkreativ. Also, ich war echt unkreativ. Ich wusste gar nicht, was ich meine. Du bist diese Nachbarin in der Schule, die vom Nachbarn spielt. Immer so. Was meinst du so? Ich hab komischerweise so ein Peace-Sign gemalt auf dem Rücken. Dass ich, ach, ich wollte gerade Hand der Fatima malen. Oh Mann. Ich glaube, ich muss mich diese Runde geschlagen geben. Oh, allein, dass du das schon gemacht hast. Süß. Also, zeigen wir jetzt mal unsere T-Shirts. Also, meine Vorderseite schaut so aus. Ich wollte zwar noch ein bisschen schön cool ausmalen. Sieht man es überhaupt nicht? Nee, ich glaube, du musst näher hin. Meine Vorderseite vom T-Shirt schaut so aus. TPATB im Rahmen ausgemalt. Ich wollte es eigentlich noch schöner malen, aber gar keine Zeit, so eine große Fläche in der Zeit auszumalen. Und meine Rückseite ist eigentlich auch relativ cool geworden. Da habe ich so ein Peace-Zeichen, wie ihr seht. Beziehungsweise eine Hand halt, die Peace macht. Und unten meine Unterschrift ist eigentlich relativ cool geworden. Ja. So, Ika, dann zeig uns doch mal dein T-Shirt. Ich zeig ich mein. Also, hier vorne hat Hakan mir nachgemacht. Ich ja. TBACB draufgeschrieben. Dann kommen unten ein paar Blümchen und ein Peace-Zeichen. Ey, das sag ich nur. Was? Und hinten Hakan plus Ilkay. Also TBATB und auf derselben Höhe Hakan und Ilkay. Ist doch cool, ja, oder? Deine Vorderseite schaut gar nicht mehr so schlecht aus. Wo hast denn du das Peace-Sign geklaut? Von mir selber. Ja, ja, ja. Ich du hast mal deine Fußblumen. Hast du eigentlich Blumen dran gemacht? Eigentlich hätte ich einfach hier das Tattoo abzeichnen sollen, dann hätte ich schon gewonnen. Oha, das hättest du in der Zeit. Doch, hätte ich. Hätte ich! Außerdem, wieso zeichnest du immer Blumen? Ja, weil ich sonst nicht weiß, was man zeichnen kann. Ich wollte eigentlich meine Ärmel auch noch malen, aber. Soll ich mir Ananas zeichnen? Die malt immer Blumen. Man merkt mal, dass sie voll das Mädchen ist. So, hast du ein Werk im früheren Kunstunterricht auch mal Blumen gemalt? Keine Ahnung, ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Naja, Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wer gewonnen hat. Ihr wisst ja, oder? Was Sache ist. Ich muss mich aber echt geschlagen. Im nächsten Mal ist Hakans T-Shirt wirklich schöner geworden. Ich verlose sogar mein T-Shirt, wenn ihr wollt. Na, meine Lieben, also das war's jetzt mit unserem Video. Wir hoffen natürlich, die 3-Marker-T-Shirt-Challenge hat euch gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir müssen noch andere Sachen anmalen, aber die verliert eh. Ich brauche mal einen guten Gegner, der gut malen kann. Na, also, wie gesagt, und hier unten könnt ihr jederzeit kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Genau, für unsere Abonnenten Glocke aktivieren, wie die Ike schon gesagt hat, nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.